Ich habe da einiges aus den Espressioni weitergedacht und dann sind die drei Mouvements entstanden, Studien völlig unterschiedlicher Art. Und das Zweite ist also schon so eine Art Klangteppich. Und das durchbohrt wird, der Teppich durch kurze Blechbläsertöne, was sich dann weiterentwickelt hat, habe im vierten Teil das Spiel. Und das dritte ist also eine reine sich verändernde, beständig verändernde Klangwolke, das auch dann für das Spiel wichtig war. Aber vorher gab es noch ein anderes Stück, Fasche, womit ich mich also wirklich, das war ein Schlag der Befreiung von allem Herkömmlichen, auch für gigantisches Orchester, weit von jeder Hoffnung auf irgendeine Aufführung entfernt. Und dann kamen sofort nach den Fasche, unmittelbar danach, ganz kurzfristig diese Konzeption des Spielzyklus. Ganz rasch ist er erfolgt. Ich habe damit gerechnet, dieses Spiel niemals zu hören und war dann überrascht, dass es doch immer wieder zu den vereinzelten Aufführungen gekommen ist, nicht? Und dann zur Gesamtaufführung. Bekannte Geschichte, wie Ligeti zu mir gekommen ist und die Spiegelseite an meinem Schreibtisch gefunden hat und aufgeregt gesagt hat: Du komponierst mein Stück. Stimmt aber natürlich nicht, denn die Atmosphäre und auch das vorhergehende, wie heißt das schnell? Apparition. Sind ja was, sind etwas prinzipiell anderes. Also vor allem sind diese Stücke von einem statischen Charakter der Musik bestimmt, während bei mir, also währenddessen in den Spielen, auch in den Fasche, ja, laufend Prozesse gibt, also eine Sache sich entwickelt und woanders hinführt oder sich Prozesse einander beeinflussen, stören oder verdrängen. Ja, aber Ligeti hatte den Vorteil mit der Atmosphäre, dass die sofort aufgeführt wurden in Köln, weil er dort war. Und ich mit meinen Spiegeln in der Schublade hier hinten gesessen bin und sie dann also eigentlich nur zögernd, wenn überhaupt, wahrgenommen wurden. Was für mich interessant war, jetzt, also als bei Kairos die Spiegel da erschienen sind, hat ohne mein Wissen der Peter Ostwald an Aufnahmen des Zyklus an verschiedene namhaftesten Komponisten geschickt und sie um eine Stellungnahme gebeten.
Es hat sich herausgestellt, dass der Großteil die Spiegel überhaupt nicht gekannt hat. Und von Seiten, von denen ich das überhaupt nicht gedacht habe, plötzlich hymnische Reaktionen gekommen sind. Ja. Nestroy, die Zeit endet viel. Jetzt habe ich gelesen, nach der Aufführung der letzten Wien Modern, dass es sich um ein klassisches Stück der Musik handelt, bei den Spiegeln. Ja, das noch. Wo ich doch also so attackiert worden bin, nach den ersten Spiegelaufführungen, nicht? Ja. Und das. Die Rezeption des Spiegels hat sich ja völlig, Gott sei Dank, geändert. Nach den ersten Aufführungen wurde das als intellektuelles Experiment, als Kopfmusik bezeichnet, was es für mich überhaupt nicht war, sondern die Spiegel sind aus einem elementaren Ausdrucksbedürfnis gekommen, wobei ich natürlich erst eigentlich in den 80er Jahren entdeckt habe, wie sehr ich mich mit diesem Werk von Kriegserlebnissen mit dieser Musik befreit habe, nicht? Ja, ich habe diese Kritiken jetzt zu den Spiegeln schon mit einem gewissen Amüsement gelesen. Natürlich bin ich froh darüber, aber ich bin nicht so sehr überrascht, weil es ja also mit, weil wir ja diesen Prozess der unmittelbaren Ablehnung und des Eingehens später in den Kanon des Musikrepertoires ja aus der Geschichte kennen, vom späten Beethoven angefangen, bis zu Wagner, Bruckner oder auch bis zu einem gewissen Grad Schönberg und Weber nicht, Berg überhaupt nicht, der ja nie diesen Grad der Ablehnung erfahren hat. Ja, also diese Ruhe in mir, die ich mir gewonnen habe, da 45, hat mich eigentlich unantastbar gemacht. Und das hat mich in meinen Haltungen also überhaupt nicht verändert. Ich habe darauf innerlich nie reagiert. Nehmen auch jetzt natürlich also die Hymnen durchaus gelassen auf, ohne mich davon innerlich tangieren zu lassen.